bin Maya und das ist Willi. Hallo, ich heiße Wanda und das ist mein Ball. Habt ihr Lust, mit mir mitzuspielen? Das ist deiner. Ich dachte... Ich habe geschlafen und von Pollenbällen geträumt. Und mein Traum ist wahr geworden. Ja, mit dem Ball spiele ich heute, bis die Sonne untergeht. Kommt schon, macht mit. Das würden wir gerne, aber wir müssen Pollen sammeln, bis wir einen Ball haben, wie du ihn hast. Mhm. Kannst du uns zeigen, wie das geht? Wir müssen unbedingt vor Sonnenuntergang damit fertig sein. Und wir haben noch keinen Krümel gesammelt. Warum müsst ihr Honigbienen immer so viel arbeiten? Das verstehe ich nicht. Ich zeige euch, wie es geht. Springt auf den Ball wie ich. Wer weiter rollen kann, ohne runterzufallen. Oh nein, nicht schon wieder. Nee. Da, die sind nicht kaputt. Gute Arbeit. Das geht's gar nicht mehr. Der Kuchen gehört uns. Juhu. Hast du diese Riesenpollensonne gesehen, Maya? Die stellt unsere Arbeit in den Schatten. Und wenn wir nun aus zwei Sonnen eine machen, Willi, dann haben wir eine ganz große. Und dann kriegen wir auch ein riesengroßes Stück vom Kuchen ab. Ja, genau. Meinst du, dass das klappt? Der Tag ist jetzt schon so lang und ich habe einen riesen Hunger. Pollen mischen? Das will ich sehen. Meine lieben Bienchen, die Sonne geht unter, aber hier vor mir liegen wunderschöne Pollensonnen, mit denen wir die Sonnenwende feiern können. Die größte und schönste Pollensonne ist die von... Ich hab so einen Hunger. Sumsi und Flitzi. Yeah! Wie schade, aber seid nicht traurig. Also, ihr habt alle die Aufgabe sehr gut gelöst. Und wir haben ja noch einen ganz besonderen Ball, den Regenbogenball von Maya und Willi. Ja! Ohne Sonne gibt es keinen Regenbogen. Doch Maya und Willi haben die Aufgabe erfüllt. In diesem Ball steckt nicht nur die Sonne, sondern auch ein Abenteuer. Aber jetzt lasst uns zusammen die Sonnenwende feiern mit leckerem Kuchen. Frau Königin, wir haben eine neue Freundin, eine kleine Wildbiene. Und die hat uns geholfen, unseren Regenbogenball zu formen. Dürfen wir ihr ein Stück Kuchen bringen? Warte, wollen wir nicht erst ein Stückchen essen? Stimmt, aber alle zusammen. Richtig, Willi? Ja! Lecker! Ich weiß gar nicht, was du willst, Willi. Das war doch ein toller, langer Tag. Wir hatten Spaß, viel Sonne und sogar Kuchen. Bis bald!